So, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Forbidden West. Jo, letzte Aufnahme habe ich ein bisschen verkackt, weil ich da ein paar Informationen aus Versehen geleakt habe, die ich nicht wollte. Dementsprechend... Die Beschaffung von Äther, Poseidon und... Warte. Ich mal gucken, es müsste eigentlich so passen. Aloy. Gab es da so viele Dinge? Das kann sein. Ich probiere einfach mal das hier, mal gucken, was wir da so rauskriegen. Müsste eigentlich nicht viel sein. Genau. Wir müssen den Datenkern betreten. Also, wir haben eigentlich nicht viel gemacht. Ich habe nicht viel verpasst. Ich habe, glaube ich, 10 Minuten aufgenommen. Dann habe ich irgendwie ein paar E-Mail-Adressen geleakt, die ich aus der Aufnahme nicht mehr rausschneiden konnte. Und dementsprechend, ja, blöd gelaufen. Zeit, Demeter nach Hause zu bringen. Demeter? Aber es war eh nur eine Cutscene. Das ist ja sowieso mit Cutscenes haben sie es hier ein bisschen... Eh übertrieben. Elizabeth Solbeck. Alpha Prime. Master Überbrückung aktiviert. Stelle Originalcode für Demeter und die Funktion wieder her. So, wollen wir mal gucken, ne? Was hast du getan? Mein Fokus hatte noch nie so eine Störung. Oh, ich habe eine spezielle Art von Daten gewählt, die du nicht lesen kannst. Das ist super. Sie hatte den Datenkern fest im Griff. Aber jetzt solltest du Zugang zum zentralen Server haben. Zum Ganzen. Dadurch solltest du etwas für zu Hause bekommen. Du hattest recht. Hunderte von Archiven. Fast alle davon beziehen sich auf die Landwirtschaft. Jo, irgendwie... Es würde Jahre dauern, alle durchzugehen. Finde ich das Spiel irgendwie nicht mehr ganz reizend. Aber diese Zeit haben wir nicht. Was du vorher gesagt hast... Beim Wort der Ahnen sofort aufhören! Komm, schau dir an, auf wen du geschossen hast. Diese Barbarin hat unsere Soldaten getötet. Nur diejenigen, die blind geschossen haben. Sie ist keine Barbarin. Sie hat mir zu den Daten verholfen, die wir brauchen. Komm, sieh sie dir an. Siehst du es nicht? Elizabeth Sobeck steht vor dir. Eine wiedergeborene Ahnin. Wahrsagerin, wir sollten die Ahnin zurückbringen. Wir folgen Ihrem Wort, Kommandant, und nicht andersherum. Es tut mir leid, Dr. Sobeck. Der Glaube unseres Volkes ist stark, aber es gibt auch diejenigen, die nicht so vertraut mit dem Vermächtnis sind. Ihr habt die Wahrsagerin gehört. Die Daten wurden gefunden. Ihr zwei mit mir. Den Rest von euch treffen wir am Strand wieder für die Rückkehr nach Landfall. Ich kann nicht lange reden. Sie werden viele Fragen haben. Die habe ich auch. Dein Volk weiß viel über die Vergangenheit. Und über Sorbet, schätze ich aber... Bitte, ich muss es wissen. Das, was du sagtest, aufs gleiche Ziel hinarbeiten. Wie lange wird das dauern? Ich weiß nicht. Ein paar Monate? Du bist die größte Hoffnung meiner Familie. Lass dich von nichts aufhalten. Du hast mir für viele Dinge die Augen geöffnet. Dafür danke ich dir. Aber jetzt musst du gehen. Werde ich dich wiedersehen? Wir kehren bald nach Landfall des Vermächtnisses zurück. Es könnte gefährlich für dich sein, dorthin zu gehen. Aber sag mir, wie es erreiche, für den Fall. Es liegt weit im Westen. Nahe der Ruinen bei der zerstörten Brücke. San Francisco. Ja, du kennst das Vermächtnis gut. Landfall liegt auf der nordöstlichen Grenze der versunkenen Stadt. Die Ströme rund um den Archipel sind teuflisch. Ein Zugang ist nur von Süden möglich und der wird bewacht. Versuch es nur, wenn es sein muss. Wahrsagerin, was dauert da? Bitte,
Geh. Wenn du noch länger bleibst, fürchte ich, nehmen sie dich mit uns. Und das würde für keinen gut ausgehen. Na dann. Nee, irgendwie das... Ich höre besser auf Alva. Ja. Ich muss den Meter trotzdem zu Gaia zurückbringen. Aber vielleicht erkunde ich noch etwas die Gegend, bevor ich zur Basis zurückkehre. Und jetzt kann ich den Rankenschneider für diese Metallblumen benutzen, die ich gefunden habe. Das stimmt. Ich bin sofort zurückgekehrt. Das bedeutet, ihr habt eigentlich theoretisch nicht viel verpasst. Nee, das Problem ist, dass ich mit dem Spiel irgendwie nicht mehr warm werde. Irgendwie merkt man das an allen Ecken und Enden, dass es irgendwie überall gezogen wurde und so weiter und so fort, dass das alles nicht irgendwie, ich weiß nicht, das fühlt sich alles irgendwie so, ja, wie soll ich denn das erklären? Die haben das extrem lang gestreckt und das merkst du an allen Ecken und Enden. Der ist immer noch verschlossen, ne? Aber hier könnte ich hin. Rotschette, Städte, Gemini. Ich könnte sogar hierhin reisen. Theoretisch sind mir jetzt sogar die Metallblumen offen. Die Frage ist, was will ich machen? Ich will eigentlich, ich muss ganz ehrlich sagen, bei aller Liebe, ich habe eins gefeiert. Und wollte auch echt alles erkunden. Aber bei zwei, bei diesem Teil will ich es einfach nur noch hinter mich bringen. Dementsprechend versuche ich mal zu kriegen, was ich kann. Gucken wir mal. Das ist alles irgendwie... Ja. Im dritten Teil kann ich verzichten. Gut. Vor allem geht es halt nur noch... Ich weiß nicht... Kaum noch erkunden von einer Info zur nächsten und Feuer und Feuer und Feuer. Selbstentdecken ist eine Sache, aber irgendwie von einer Cutscene zur nächsten ist doch langweilig. Das ist das, was halt beim zweiten hat man es gefeiert, weil die Balance perfekt gestimmt hat und hier haben sie es halt übertrieben. Schön, dich wiederzusehen, Aloy. Wie ich sehe, hast du auch Demeter. Ja. Aloy. Mit der Beschaffung von Äther, Poseidon und Demeter hat sich meine heuristische Prozessordichte stark verbessert. Ich sollte nun Hephaestus absorbieren können. Und wir haben bei dem Vorhaben, es aufzunehmen, Fortschritte gemacht. Auf Vals Anregung hat Beta alle erhältlichen Informationen zu Hephaestus analysiert. Seine Expansion ist gewaltig. Es ist zu groß, um es zu beamen. Und der Kern, den du benutzt hast, könnte es nicht halten. Deshalb muss es an einem Standort mit direktem Kontakt zu mir bleiben. Einem Ort mit zwei Datenkernen. Zwei Kernen? Wo sollen wir so einen Ort finden, Gemini? Eine verlassene Brutstätte in der Wüste westlich von hier. Seismische Aktivität hat die ursprüngliche Konstruktion zertrennt. Wollte ich gerade eben erkunden. Deswegen wurden zwei Datenkerne gebaut. Da war ich schon. Ja. Die Tenakt markierten den Eingang als eine Art rituellen Ort. Wir müssen dich selbst hinbringen. Ich habe ein geeignetes, doch leicht sperriges Transportmittel entworfen. Um es zu Gemini zu tragen, brauchen wir zwei Leute. Ich kann helfen. Wenn ich auf dem ersten Kern installiert bin, locke ich Hephaestus auf den anderen und stelle ihn so. Dann initiiere ich die Vereinigung. Aber für den Bau dieser Vorrichtung werde ich eure Hilfe benötigen.
Kannst du es bauen? Ich denke, ich könnte, aber es wird nicht klappen. Die Zeniths werden dich finden. Minerva wird deinen Standort nicht verbergen können. Das ist korrekt. Hephaestus zu absorbieren wird einen starken Stromstoß erzeugen, der von jedem, der dazu fähig ist, bemerkt werden kann. Was, wenn wir mit mehreren Stromstößen die Zeniths hinters Licht führen? Wenn Aaron, So und Kotalo sich zu anderen Brutstätten begeben und eigene Stromstöße schaffen, würde das den bei Gemini kaschieren? Analysiere. Solch eine Taktik könnte effektiv sein. Mit Betas Hilfe sollten wir ein paar leichte Impulsgeneratoren bauen können. Ich hab doch gesagt, es wird nicht klappen. Ich hab's getestet. Hephaestus hat Alpha-Freigabe aus dem Zugangsmodul entfernt. Du wirst ihn niemals fassen können. Dann brauchen wir ein höheres Freigabelevel. Aber es gibt kein... Cadverus Omega-Freigabe, die er zur Säuberung der Apollo-Datenbank und Tötung der Alphas benutzt hat. Doch um sie zu kriegen, musst du Theben finden. Den geheimen Bunker, in den er sich zurückzog, als die Welt endete. Und niemand weiß, wo er ist, nicht einmal die Zeniths. Laut ihrer einzigen Info war er in San Francisco. Mehr brauche ich vielleicht nicht. Alva, die Quinn-Wahrsagerin, sagte, ihre Leute hätten bei Landfall eine Basis gebaut. Es war so klar. Von dort aus nach Daten in San Francisco. Sie kann uns vielleicht helfen. Dann mache ich mich wohl auf den Weg nach Westen. Wenn ich weg bin, kannst du das Transportmittel und den Impulsgenerator bauen? Ich versuch's. War mir so klar, dass wir da nochmal hin müssen. Ich sehe zu, dass sie alles hat, was sie braucht. Gut, ja, normalerweise würde ich ja alles erkunden, aber irgendwie... Die Quinn an der Küste eine Fähre, mit der sie zu den Ruinen von San Francisco fahren. Da muss ich hin. Ja, normalerweise würde ich ja gerne das alles nochmal in Ruhe... Eloy, es ist mir gelungen, einen weiteren Raum bei den Servern zu öffnen. Alles klar. Dingsbums, ja, normalerweise würde ich ja das alles nochmal erkunden, was hier so drin ist und allem, aber aus irgendeinem Grund gefällt mir das nicht. Und dadurch, dass sich die Hauptstory halt gefühlt so ins endlos lange zieht, so wie Kaugummi, es ist irgendwie nicht mehr spaßig. Hast halt auch keine Lust mehr irgendwie, egal wie schön hey, das Spiel Leute. Ist. Ich hörte, du willst zur Küste. Wenn du unterwegs Vorräte brauchst, solltest du nach Schluchtrand gehen. Das ist ein Dorf des Tiefland-Clans, südwestlich des Hains. Im Herzen des Dschungels. Okay, danke für den Tipp. Hierhin. Ja, hier war ich doch schon. Naja, auf jeden Fall, dadurch, dass sich der ganze Kram halt irgendwie so unendlich lange zieht, macht es halt auch... Macht es halt auch keinen Spaß. Ich habe die Kaplanin neulich gefragt. Wie konnten die 10 auf Metallflügeln fliegen? Haben die Maschinen gezählt? Was soll ich denn hier bekommen? Okay, kochen ist eine Sache. Guten Tag, okay, Schluchtrand liegt hinter mir. Ich muss einfach nach Westen, bis ich zur Küste komme. Und zur Quinn fähre. Gucken, ob ich hier irgendwo noch ein... Stärke sei mit, da kommt der Karos Streiterin. Ja, das ist schön. Ich will nur mal gucken, ob ich da irgendwo noch... Och. Ich will doch nur mal gucken, ob ich hier noch einen Waffenhändler finde. Wir wollen uns sogar eine Gedenktätowierung machen lassen. Was? Ihr wart Zuschauer? Der Kampf war einfach so gut, mein Freund. Ikarus Streiterin. Keine Klinge für die Straße. Ikarus, wir haben es. Vergiss nicht, das zu benutzen, wenn Gefahr droht. Das richtige Mittel kann einem das Leben in der Wunde von dieser Fremden enthüllt. So, das sind... Irgendetwas mit... Die mächtige Himmelskranmauer ist also gefallen. Geschieht Tekote recht? Hier. Komm, wir handeln. Was hast du denn? Sucherjägerbogen habe ich. Oh mein Gott, das sieht ja aus wie ein Papagei. Das
Das könnte mir gefallen. Ja, aber ansonsten passt das. Du wirst das brauchen, da bin ich sicher. So, Waffen-Upgrades. Ja, klar, ich meine. Normalerweise bin ich ja echt der Typ, der gerne alles, ne, Max bis zum geht nicht mehr. Aber ich sag ganz ehrlich, das fühle ich hier einfach null. So, das fühle ich hier halt einfach null. Jo, zweimal das hier noch, ne? So, Karte. Natürlich muss ich da jetzt loslaufen. Na dann. Wollen wir uns mal aufmachen. Was war das? Die Maschine stört sich nicht an Säure. Willst du nichts sagen, aber... Okay, das hat geklappt. Dort liegt eine Leiche neben dem Pfad. Was ist hier passiert? Wo? Wo liegt eine Leiche neben dem Pfad? Ich habe keine Ahnung, was sie meint. Ich habe nichts gefunden. Und warum kann ich hier nicht speichern? Doch, jetzt. Neben welchem Pfad? Was haben wir denn hier für Quests? Hauptquest 26, müssen Stufe 44, das ist soweit okay. Kann man mal machen. Ja, nee, passt schon, ne? Nebenquest. Spitze Säuren Dornrücken. So, bin zwar nicht ganz sicher, dass so eine gute Idee ist. Aber gut, sollte ausreichen. So, dann wollen wir mal weiter.
dem Pfad erstmal folgen. Also ich möchte jetzt echt so langsam vorwärts kommen. Gaia muss also direkt in Verbindung mit Hephaestus Forsch Dingsbums machen. Obwohl ich eigentlich gerne noch ein paar neue Lager machen wollen möchte. Ich sollte was anderes nehmen als Feuer. Da ist ein Pirscher. Genau das meine ich. Du kannst sagen, was du willst. Das war ein Zero Dawn schneller, das Ziehen. Und da war aber nicht mehr so stark auf Dingsbums aus. Nicht mehr so stark auf Schwächen. Na, das Jagen noch Spaß gemacht. Na komm, du Lümmel. Natürlich ein aufgeladener Schuss. 3 Damage, kann man mal machen. Und Tiere, die den ganzen Wald zerlegen. Warum nicht?
Will zwar nicht sagen, aber woher kommen die denn alle? Natürlich. Die Kämpfe können nicht schnell gehen. Die müssen lang und atemberaubend und schweißtreibend sein. Wenn du erwischt wirst, bist du gefickt. Oh, komm schon. Ein bisschen Schaden wäre schön, ne? Natürlich. 1 Million Milliarden Statusveränderung. Bitte alle auf einmal. Komm schon. Ich bin echt im Überlegen, ob ich das Let's Play abbreche, weil ich mir denke, so eine Scheiße gebe ich mir nicht. Kommt denn jetzt? Kill 3, schick mir noch einen rein. Das ist dumm. Ich meine, wie viel... Oder man hat 1 Million HP. Kann man natürlich auch machen. Ja, natürlich. Alter Schwede. Das ist doch nicht mehr normal. Also ich finde, die Monsterkämpfe in Teil 1 haben mehr Spaß gemacht, weil sie einfach, waren einfach echt. Die waren nicht einfach so künstlich, einfach massiv Dingsbums rein. So einfach 1000 Millionen Gegner, Hauptsache mehr und härter und stärker und feuerfrei. Ich weiß nicht, ob das wirklich so eine Sache ist, wo die Jugend da jetzt wirklich so drauf steht, dass man sagt, okay, das ist die Generation Gaming.
Aber nee. Nee. Es war eindeutig zu viel. Zu lang. So, wunderbar. Dann haben wir doch alles voll. Das ist für später. Boah, ich bin schon relativ am Ende. Und ich habe immer nur einen Jagdköcher von 10. Ist auch irgendwie blöd. So, na gut. Dann wollen wir mal. Oh. Zwar nichts sagen, aber ich brauche 5 für die Fähigkeit. Warte mal, ich will mal was gucken, was macht die denn? Tarnpirscher, was haben wir hier? Strahlenstoß. Warum nicht? Ich kann die Maschine einfrieren. Kann man mal machen. Einfrieren klingt gut. Gegen Schock. Das bringt mir aber in dem Sinne jetzt auch nichts. Ich weiß nicht, wo ich bin. Der sucht mich. Der ist mir eigentlich relativ. Der ist mir da wesentlich. Unangenehmer. Er hat gut was gefressen. Frage ist nur, hat er so wenig Damage gemacht. Das sind, wie Damage macht das, 43. So, wollen wir mal gucken. Vor allem will ich nicht zu lange aufnehmen.
würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss.